Ja, servus Leute, ich nehme euch jetzt mit zur Leipziger Buchmesse am Samstag. So, ich stehe vor meinem Hotel und wir haben auch noch einen Zuwachs bekommen, die Annie Silver ist. Hallo! Ist hier. Jo. Und ja, sie machen sich jetzt auf zum ja, Pressezentrum erstmal, Akkreditierung, da alles erledigen und so. Und Steffi, wo gehst du hin? Ich habe jetzt gleich ein Interview mit Andreas Gruber und der Melanie von Melanie Liest. Ja, cool. Und ich gehe jetzt zu Britta Sabak. Ja. Denn die ist ab, ich glaube, 10. Ja, ihr werdet sehen. So, dann werfen wir uns mal wieder ins Getümmel des Samstags. Ja, aber erstmal wieder ab ins Pressezentrum. Jetzt wäre noch die Möglichkeit, Halle 1, aber ja, gegen später kannst du da drin vor lauter Menschen nicht umfallen. Das war übrigens die Schallgraf. Ja, aber wir machen uns jetzt auf den Weg. Erstmal zum Steffensand Verlag und dann zum Fischer Verlag, zur Britta Sabak. Und ja, da nehme ich euch mit. Jo, ich bin jetzt gerade beim Fischer Verlag und die Britta Sabak ist da. Hallo! Ja, und ist das nicht ein wunderschönes Buch? Das schönste von allen. Das ist unglaublich, unglaublich schön. Schönste Buch. Ja. Ah. Aber es ist inhaltlich auch okay. Ich glaube schon, dass das... Es hört sich auf jeden Fall unheimlich toll ich glaub, an. Ich glaube, man kann es aushalten. Ja. Ich bin sehr gespannt. Oh. Okay. Ich schreibe dir was rein. Ja. Was möchtest du denn da rein haben? Ach Gott, ich bin da ganz, ganz... Manche möchten ja Kosenamen. Nö, ich heiße Gerd oder von Gerdipedia TV. Manche wollen Gerdi. Nee. Nix Gerdi. So. Das Gerdi, das war mit 10. Okay. So. Naja, man weiß ja nicht. Nee. So. Als ich dann mit 13 Jahren 1,93 Meter groß war, war es rum mit Gerdi. Guck mal. Jetzt steht da Gerd. Dankeschön. Ich zeig's nochmal. Meine schönste Stunde. Boah, das ist doch toll. Und Steffi, jetzt wirst du noch versorgt. Ich war auch immer ein bisschen... Ja, und Steffi, ich habe aufgepasst. FFY. Ne? Habe ich jetzt auch richtig gemacht. So, Lesezeichen gibt es auch. Ja, wunderbar. Dankeschön. Gesine heißt. Ne? Das ist eine wahre Geschichte. Ja, darf ich das verraten? Ich spoiler dann ein bisschen. Ne? Und zwar eine wahre Geschichte von einer Bekannten von mir, die Mutter. Die kam an einem Tag zur Welt, wo ihr Ehemann sozusagen sehr gefeiert hat. Also es gab ein paar Schnäpse auf diese Geburt. Und er ist relativ spät zum Anmelden gegangen, also ne, das Kind anzumelden. Und das Amt schloss irgendwie gerade. Und er hatte schon ein bisschen was drin, weil die so viel gefeiert haben. Und dann sind den Namensvorschlägen von seiner Frau nicht eingefallen. Und er hatte den Zettel nicht mitgenommen, wo das drauf stand. Die sollte irgendwie drei Namen nacheinander bekommen. Und dann ist ihm das nicht eingefallen, dann hat er einfach seiner Tochter den Namen seiner Mutter gegeben. Nämlich, das war Gesine. Und das ist eine wahre Geschichte und danach waren die Eltern auch getrennt. Oh Gott. Es gab ein riesen Theater im Krankenhaus und naja, hat nicht gehalten. Aber die Geschichte stimmt und ich habe es mitgenommen. Ja. Cool. Und im Buch heißt sie dann aber G. Also, kann man auch cool machen.
Ja. Also, weil ich das Ende nicht, ich habe Angst, und das Ende darf ich nicht. Nee, ich muss das spannend. Das Ende zu Ende. Das ist für mich immer so eine Frage. Nein, mach das ruhig. Mach das ruhig. Ja. Ja. Sehr chillig. Weil es spannend ist, weißt du? Wenn man sich mit der Autorin ein bisschen über ihr Werk unterhalten kann. So, das ist immer absolutes Highlight. Und ich freue mich ja so, dass ich endlich mal das Peter Sabak, das Thema des Buchs, mein Ding ist und so. Ne? Das freut mich ganz, ganz, ganz besonders. Und dann schaut euch das Cover an. Ach, guck mal hier! Oh geil, es ärgert mich so, warte, ich fotografiere das schnell ab. Es ärgert mich so, dass ich das nicht habe. Wir können auch noch eins machen, dann kannst du auch eins haben. Ja. Aber es sieht ja bestimmt dann nicht so aus, weißt du? Ja, guck mal, warte, ich mach mal so. Mal so, ja, genau, irgendwie der Vorschlag. Die Blogger sind dieselben, lass die Autoren. Die Autoren andere. Sind ja. Das ist schön. Das Baby ist geboren. Ja, es ist geboren, es kann noch nicht raus. Es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Beginn von dem Samstag. Es ist einfach so. Es fängt toll an. Wir müssen aber was Tisch, ne, da vorne. Follow you. Ja. Die Silvia nutzt mal wieder die Gelegenheit, ihr Freundebuch der Autoren aufzustocken. Und die Britta Sabak in den illustren Kreis derjenigen aufzunehmen, die da reingeschrieben haben. Silvia oder Silvi oder Silvi, was auch immer. Ruhig. Ich bin auch gespannt, wie du es findest. Wie ihr es alle findet. Ist das jetzt hier meine Seite? Oder ist das die Seite? Ja, genau. Da bin ich einmal gespannt. Okay. Kommt da noch ein Foto rein? Ja, das machen wir dann später. Britti, sagen ja meine Freunde immer. Ich weiß gar nicht wieso. Es passt eigentlich überhaupt nicht. Ist vor allem genauso lang wie Britta, ne? Ja. Ich glaube, das ist einfach nur die Verniedlichung. Gut, dass er jetzt nicht Gewicht steht. Es war schwer genug, ein Buch zu finden, wo nicht Adresse drin steht. Ah ja, okay, stimmt. Sonst weil das wäre ja dann echt jeder Strich. Ja. Es sollte ja auch nur ein bisschen witzig sein, deswegen dieses Ankreuzen soll nicht allzu ernst zu nehmen sein. Eben. Ja, ja. Ich werde euch lösen für ein Thema auf. Zum Beispiel Schokolade und Chips. Also ich esse beides, aber wenn ich die Wahl hätte, wären es Chips. Ja. Ja, bei mir auch. Aber ganz ohne geht nicht. Ja. Ja, meine natürlich. Schokoladenchips. Andere? Das will ich einmal werden, was ich schon will. Das schreiben die meisten. Autoren, ne? Ja. Bin ich schon, oder? Ja, weißt du warum? Weil der Weg ist immer so scheiße schwer und lang. Und wenn du es dann endlich geschafft hast, dann
dann wirst du auch bleiben. Ja, ja. Ich habe jetzt auch 7 Jahre lang sehr geackert, muss ich sagen. Das ist halt nicht auf. Also ich finde es nicht einfach. Ja, aber selbst wenn man dann halt so weit ist, muss man es ja auch weiter ausarbeiten. Ne? Also man kann ja dann auch nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Nee, auf gar keinen Fall. Man denkt immer, das ist alles so einfach, wenn es dann mal so weit ist, aber ich denke mal, das ist dann auch schwierig dran zu halten. Es ist niemals einfach. Und wenn es einfach aussieht, ist es nicht. Ja, das glauben wir mal. Ja. Was ist denn heute für ein Datum? 23. Ja, genau. Bis zum 24. geht die Messe, genau. Ist im März? 19. No. Okay. Genau, 2019. In welchem Jahr sind wir? Ja, das ist schwierig. Sehr lustig. So, wir sind ja dann auch schon weg, ne? Sollen wir noch ein Foto machen genau. An der Wand? Das so. Können wir machen, genau. Ich bin jetzt gerade bei der Messebuchhandlung, die hier hinter mir ist. Und da ist klar, so ein kleines Meet and Greet mit unter anderem eben meine Laura Newman, eine meiner Lieblingsautorinnen, wie ihr wisst. Ja, und ja. Da drüben, da steckt sie. Und, es ist einfach immer wieder schön, wenn man mal wieder die Laura treffen kann und mal mit ihr quatschen kann. So, jetzt war ich gerade mal ein kleines bisschen mit der Laura noch quatschen. Hier in diesem wunderbaren Bereich, in dem es ein bisschen ruhiger ist. Und ja, das habe ich nicht gefilmt, weil so private Gespräche mit Laura Newman. So. Und jetzt findet hier gleich das Booktuber-Treffen statt. Die ersten sind schon da. Und jo. Jo, wo ist der Kerl? Hallo, und wie war's? Voll geil. Der ist einfach so cool. Ja, wir wollten eigentlich schon vorne machen. Sehr cool. Andreas Gruber. Jo. Da. Hallo Melanie. Hallo. Das habe ich aber ich kann. Auch wenn es keine Autorität mehr gibt wegen der Geschichten. Jo, sind wir noch für den dazu. Ist auch da. Da hatten wir schon wieder Probleme. Mein Bruder hat mal gesagt, in Zukunft blinkt er gar nicht mehr, weil es geht ja keinen an, wo er hin will. Meine liebste Laura ist auch da beim Treffen. Und ja, Fifi ist auch da. Schön in den Mittelpunkt treffen. So, jetzt sind wir nach dem Booktube-Treffen mal wieder am Stellensand Verlag. Er lacht schon. Er lacht noch. Er lacht schon. Ihr wisst ja, eine Autorin vom Stellensand Verlag, die will ich heute ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich die heute treffe. Die ist auch da, ich habe sie schon gesehen, hier hinter mir, die Jessica Burnett, die Autorin von Elaine, Rabenkind und Rabenherz. Ach, ich liebe das Buch. Bücher. So, und ja. Ich hoffe, dass ich nachher meinen ersten Teil, Elaine Rabenherz, von ihr signiert kriege und ja, oder dann mitkriege. Wag mich mal vor. Jo. In die Höhle des Löwen. Nein, in den Sternenhimmel. In den Sternenhimmel. Zum Glück habe ich das jetzt auf Video. Ich habe schon die Erfurt drauf geschmeckt. Ich kämpfe.
Gabi Bechert ist wieder mit ihrem sexy Outfit unterwegs. Sieht halt einfach nur geil aus, ne? Hallo. Hallo. Melanie, was hat's Gutes gegeben? Ja, ah. Gerd inspiriert. Ja, ne? Yeah. Oh, das ist auch so schön. Oh. Und es leuchtet im Dunkeln. Leuchtet im Dunkeln, ich weiß. Ja, das war bei mir auch daheim. Will unbedingt gelesen werden. Ja. Und ich mache das auch ganz bald. Da stelle ich mich jetzt auch gleich mal an, weil ich habe nämlich mein Elaine Rabenkind da drin dabei von zu Hause mitgebracht. Und ja, das lasse ich jetzt gleich mal signieren. Ich habe mein Elaine von zu Hause mitgebracht. Das wunderschöne Cover. Und der Punkt ist, es ist ja nicht bloß außen schön, sondern innen umso schöner. Von zu Hause mitgebracht. Muss. Was schreibe ich denn da jetzt rein? Übrigens Rabenfeder. Rabenfeder. Oh, weggelaufen, oder? Ja. Man kann es immer probieren. Da muss ich ja jetzt irgendwas Cooles rein. Nö, oder? Nö. Das, Geil. Geil. Ja. Ich mein, danke schön. Guckt. Das ist doch mal ein schönes Lesezeichen, oder? Geil. Im Hintergrund, falls ihr es nicht seht, wenn die eine Autorin der anderen Autorin als Unterlage zum Signieren dient. Ja, da muss ich auch noch rüber. Ja. Hallo Caroline. Danke dir. Oh, danke schön. Soll ich das auch machen? Ja, das ist falsch. Ich studiere das auch. Ja, das wäre doch jetzt mal, ne? Tausch mal die Bücher zu. Auf welchen Namen denn? Melanie. Was du her? Du machst einen Pfeil daraus. Thank you.
Bitte schön. Komm auch eine. Gleich rein. Schüler taten mir ja gerade so, als hätten sie noch nie einen Weiß gesehen. War das nicht der verdammte Sinn dieser Schule? Das glaube ich jetzt einfach nicht. Und weil ich es noch bisher gar nicht geschafft habe, Arena und Löwe Verlag, da will ich doch jetzt mal mit euch vorbeischauen. Irgendwie bin ich gar noch nicht dazu gekommen, seit Donnerstag überhaupt. Normal bin ich ja da ja, gleich mal am Anfang, aber irgendwie, ich habe es noch nicht geschafft. Oh my God. Das ist die Genie. Ja, kommt der Beschreibung sehr nahe. Ja, und hier hinter mir haben wir mal wieder den fleißigen Sebastian Fitzek, der unermüdlich Bücher signiert und das bestimmt schon stundenlang macht und auch noch stundenlang machen wird, so jedes Jahr. Oh, es stehen ja auch noch einige hier in der Schlange an. So. Cool. Und da hinten kann man ihn vielleicht erkennen, ist auch Markus Heitz. Danke. Jo, wir sind jetzt gerade beim Drömer Knauer und der gute Markus Heitz, der erzählt was über sein neuestes Buch, über die dunklen Lande. Hören wir mal rein. Der woanders Rettung herbekam, dann war das irgendwie total egal, wer Rettung ihm geschickt hat. Enlin und Tamina selber sind Anhängerinnen Lucifers. Also Enlin. Bei Tamina, die ist relativ, stimmt, die hat so ihren eigenen persischen Kosmos. Aber Enlin ist die Abteilung, die sozusagen eher für Lucifer ist. Wie begründet sie das theologisch? Sie hat eine ganz einfache Begründung. Also das mit dem Sündenfall ist ja eigentlich die Schuld Gottes. Weil Gott genau wusste, dass diese Probe niemals zu bestehen ist. Also wollte Gott, dass das Ganze so geschieht. Und dementsprechend ist sie für Lucifer, weil Lucifer in dem Fall aus ihrer Sicht das Opfer, das Schlangenopfer ist, das eben herhalten muss dafür, dass Gott eigentlich absichtlich aus ihrer Sicht genau das wollte. Und deshalb sagt sie, ist ja eigentlich mehr Team Lucifer. Man muss natürlich zur damaligen Zeit sehr aufpassen, was man sagt. Deshalb ist sie das eher heimisch, still und leise. Eine Figur noch, auf die ich ansprechen möchte, das ist ein Pestarzt, der dort sein Unwesen treibt. Das ist so der Gegner. Ja? Wir haben jetzt so die Gegner eigentlich gar nicht erwähnt, jetzt unsere Reisegruppe nach Bamberg. Das ist aber schon der wichtigste Gegner, eine lange Zeit jedenfalls. Was hat er für Fähigkeiten, was ist das für einer? Und wie sieht der aus vielleicht erstmal? Ich fand diese Abbildung der alten Pestärzte, man kennt das vielleicht, man sieht sie öfter auch mal im venezianischen Karneval, die Jungs mit den riesengroßen Pestnasen, Anführungszeichen, weil oft waren die vollgestopft mit Kräutern, die eben gegen die Pest helfen sollte, weil man eben nicht genau wusste, wo die Pest jetzt herkommt. Man hat diese Miasmen gefürchtet, die angeblich von Pestdoten aufsteigen, und dagegen sollte dieser Räucherkram helfen. Immer schwarz gekleidet, einen riesengroßen Hut, so als Erkennungszeichen, und Kräuterzeugs dabei. Und die Erscheinung an sich ist schon sehr unheimlich. Und dieser Typ taucht plötzlich auf und baut sich seine, ich sag mal, Follower im weißen Sinne. Also eigene Landstrich. Und er hat so eigene Pläne, und die haben wohl mit Ellen zu tun und mit Tamina, wie auch immer. Auf jeden Fall zieht er hinterher und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Und erst ganz gegen Ende wird geklärt, was es damit auf sich hat. Ist aber kein Mensch.
Also im Originalzustand vielleicht. Das ist die Stelle, wo ich mir die Zähne ausbeiße, meine Damen und Herren. Das haben wir jedes Jahr, das dann nicht weitererzählt wird von diesem Autor. Weil aus dramaturgischen Gründen. Weil Sie das lesen sollen. Zu den Hexen vielleicht noch ein kleines Wort, die da in ein Malefizhaus, zwei davon jedenfalls, verwahrte. Was ist ein Malefizhaus? Das Malefizhaus war dann extra errichtet in Bamberg, um diese Hexen oder die Beschuldigten praktisch, die Hexen sein sollen, unterzubringen. Mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, mit salbungsvollen Sprüchen, um eben das Böse auch abzuhalten. Und da landeten die alle drin, bis eben der Prozess gemacht wurde, beziehungsweise die Verhöre stattfanden, bis das Geständnis erfolgt ist. Ohne Geständnis keine Verurteilung. Deshalb wurde auch gefoltert, solange bis ein Geständnis kam. Ja, das war die große Kunst, wenn man so möchte, weil die damalige Gesetzgebung sah vor, dass du jemanden entlassen musst, wenn er kein Geständnis ablegt. Das ist sozusagen der einzige Rettungsanker gewesen. Da sitzen einige Hexen drin, wie gesagt, realhistorisch. Ja, Bamberg war eine der Hochburgen damals der Hexenverbrennung. Es ist jetzt aber so, die Personen, die sie abholen sollen, sind Hexen auch im weitesten Sinne, aber nicht so, wie man im ersten Moment vermuten würde. Mehr, also, ja, ne, Spoiler und so. Sogar ich sagen, ja, ja, das, ne, jetzt ist aber gut, ja, hier. Jetzt aber gut. Das würde ja sogar ich sagen. Vielleicht noch ein Wort zu der gegnerischen Landsknecht-Gruppe, angeführt von dem Pestarzt. Kann man da noch was dazu sagen? Nur würde ich jetzt eigentlich, glaube ich, auch nicht so unbedingt. Aus dramaturgischen Gründen, möglicherweise. Ja, ja. Lass ich sein an der Stelle mit der Geschichte und will auf eine Heavy-Metal-Band zu sprechen kommen. Blind Guardian hat sich die dunklen Lande geschnappt und was macht was draus? Also Blind Guardian, wir vorwerken und wursteln schon seit Jahren an einem gemeinsamen Projekt rum. Es gab mal Konzept A, daran haben wir lange gearbeitet, haben uns alle in die Augen geguckt und haben gesagt, nee, das ist es eigentlich nicht. Und dann kam ich mir die dunklen Lande um die Ecke und sie haben gleich gesagt, das ist so mehr ihr Ding. Daraufhin ist es folgendermaßen, ich schreibe sozusagen im Jahr 1629 und habe dann gesagt, es wird natürlich danach auch einige andere Dinge geschehen mit den Überlebenden des Romans. Ich sage mit den Überlebenden, das heißt ja nicht, dass alle überleben. Und habe dann gesagt, was mit denen passieren soll. Und Blind Guardian hat gesagt, ja, finden wir cool. Wir nehmen uns die Überlebenden an oder einen Überlebenden und führen seine Geschichte fort, allerdings erst gegen Ende des 30-jährigen Krieges. Das ist ihr Schwerpunkt. Sie haben komplett freie Hand gehabt bei der Interpretation, bei der Umsetzung, bei der musikalischen Aufbereitung. Das war für mich halt auch völlig interessant zu sehen, wie die Jungs vorgehen. Wie weit sind die, ne? Die sind jetzt im Mix, wie es so schön heißt. Also das war ein Mordsaufwand, ständig irgendwelche Chöre und riesengroße Orchesterbesetzungen, die einzuspielen waren. Extremer Aufwand. Ich bin dann gespannt, was alles daraus wird. Also Blind Guardian ist so Symphonic Power Metal, ganz, ganz große Bilder werden da gezeichnet und viel eben auf Grundlage von Fantasy-Figuren und Geschichten. Warum passt oder welche andere Band würde also, denn? Man muss einfach sagen, einige Gesichter erkenne ich ja wieder, die schon öfter waren, wenn ich hier was erzähle. Vielen Dank dafür. Die wissen auch, was jetzt kommt. Jahrgang 71, das heißt, ich war Rollenspieler damals. Rollenspieler, Pen and Paper, Würfel, Wochenenden im Dunkeln, mehr oder weniger, mit Regelwerken und quer durch erdachte Welten und das schwarze Auge, damit fing es an und dann quer durch alle anderen. Und dazu lief ja meistens Musik. Und zwar meine Jungs auch so mehr in der Metal-Abteilung unterwegs, also lief dann immer passende Musik und dazu lief auch Blind Guardian. Das allerbekannteste Lied ist der Bard-Song, auch das durfte da nie fehlen. Und umso abgefahrener ist es, wenn du dann gefühlt 100 Jahre später eine E-Mail reinkriegst. Ja, hallo, hier ist der Frontmann von Blind Guardian, hab deine Bücher gelesen, finde ich super, lass uns mal was zusammen machen. Ja, ja. Und ich habe gedacht, ja, verarschen kann ich mich selber, Freunde. Ich habe also erst nicht geglaubt tatsächlich, dass es wirklich von Hansi kommt. Hab gesagt, nee, ist ja, warum? Warum sollte. Ja. Aber es hat sich rausgestellt, ist es wirklich. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir gesagt haben, ist eine coole Sache, lass uns mal was zusammen machen. Und eben weil sie schon immer in dieser mythologischen Fantasy-Sache unterwegs waren und auch sehr affin waren für dieses Thema, war das halt perfekt. Es gibt keine andere, die besser passen würde. Powerwolf vielleicht so auch aus dem Saal. Ja, so spontan würde ich sagen, first come, first serve sozusagen, aber das hat genau gepasst. Wie gesagt, allein dieser Moment, die Band, die du früher im Rollenspielkeller gehört hast, kommt jetzt um die Ecke und sagt, lass uns mal was zusammen machen. Also das ist so wirklich so die Kirsche auf meiner Kreativtorte, wenn man so möchte, dass du jetzt mit Leuten zusammenarbeitest, die du früher gehört hast und früher cool fandest, und dass du mit denen jetzt einfach
abgefahrene Projekte machen kannst. Das ist so, wie wenn Sony kommen würde, würde ich sagen, wir machen aus den Zwergen ein PlayStation-Spiel. Es gibt von den Zwergen schon ein Spiel, was auch auf der PlayStation läuft. Aber es war nicht Sony. Es war nicht, das war eine deutsche tatsächlich. Okay. Ein deutsches Entwicklerteam, die sitzen in Bremen, haben ein schönes Stück Arbeit geleistet. Mal gucken, ob es einen zweiten Teil gibt. Was so die Preisklasse einfach, ja, PlayStation-Spiel aus meinem Stoff, bleibt gar nicht, macht eine CD. Was wird denn im Herbst auf der Frankfurter Buchmesse Neues von dir zu besprechen? Also man sieht es ja, das war so lustig, als es hieß, ich habe die Idee gemacht, komm, lass uns mal abstimmen. Wir hauen 30 Begriffe hin für Doors, die zweite Staffel. Lass die Leute mal auswählen und die besten 5, die baue ich in den Roman ein. Entweder nur als Name-Dropping oder vielleicht irgendwie so ein bisschen als Nebenplot. Und sie sagt, jo, machen wir. Hängt so ein Bild von dir hin, so ein Bild, damit da alle Leute wissen, wo sie hingehen müssen. Und unten so ein Schlitzeinwurf. Ich komme hier um die Ecke, dann hängt das Bild vorne und ich denke, ja, das ist unauffällig, da habt ihr recht, das ist, ja. Fahren wäre noch gut gewesen und Tröten und Seifenblasen, damit es auch wirklich jeder sieht. Also man ist unübersehbar, also wer noch mitmischen will, die Abstimmung läuft. Die Top 3, ich glaube Tote Schokolade führt. Dann kommt Schwarzer Schnee und Eichhörnchen, das kann auch umgedreht sein. Das ist die Top 3. Und im Sommer kommt Doors, die zweite Staffel, wieder 3 Bände. Und der Band Vorsehung wird gespickt eben mit diesen 5 Begriffen sein, die ich dann noch einbaue. Also Doors geht weiter, kriegt noch eine zweite Staffel und wird aber ganz anders sein, wenn man so möchte, als das bisherige. Du zitierst dich selbst auch in dem Buch mit dem Kartenspiel aus des Teufels Gebet. Das musste einfach sein, weil ich ja gesagt habe, dass in des Teufels Gebet Buch, es gibt schon sehr lange das Spiel und es gefährlich schon so und überhaupt, dachte ich mir, ja, Söldner waren dafür bekannt, dass sie halt Karten gespielt haben oder gewürfelt haben. Und dann erschien es mir sinnvoll, dass sie Superior spielen, mehr oder weniger. Also Markus Heiß hat für das Teufels Gebet Buch ein Kartenspiel erfunden, dass er dann Personal in diesem Buch spielen wird. Schön. Neben Doors gibt es bestimmt auch 3-4 größere Ideen. Möchtest du ein bisschen was andeuten? Es gibt tatsächlich schon Projekte bis ins Jahr 2021. Man glaubt es kaum. Ist so, ja, ist tatsächlich so. Gib uns einen kleinen Hinweis. Also, ein kleiner Hinweis. Man ist ja gewohnt, dass ich 2 Bücher im Jahr mache. Dieses Jahr werden es 3. Aber es ist kein Kleines. Es ist kein Riesenbuch, das im November droht. Eine sehr besinnliche, entspannte Anthologie, die da heißt Der Tannenbaum des Todes. Man ahnt es schon, es wird eher böshumorig. Also über 24 Geschichten, man kann es über Weihnachten hinauslesen. Rund ums bösartige Weihnachten, das droht im November. Und nächstes Jahr, ja. Gibst du die heraus oder bist du der Autor dieser? Ich bin der alleinige Autor sozusagen, ja. Die Geschichten fielen so in den letzten Jahren immer an. Wir machen seit Jahren eine Veranstaltung, ein befreundeter Wirt und ich. Er 4 Gänge, ich 3 Geschichten. Und so kam in den letzten Jahren immer was zusammen. Nicht nur wir alleine, sondern auch mit Gästen. Und da wurde die Zeit einfach reif, dass das Ding sozusagen mal veröffentlicht wird. Es kann nicht sein, dass das Stoffe sind, wo du sagst, stark im Kern, aber so für 400, 500 Seiten reicht es dann? Das waren lustige, kleine, abstruse Kurzgeschichten, die so abgefahren und merkwürdig sind, dass man, dass ich, also Romane wäre da gleich ein bisschen too much, aber so Kurzgeschichten, das läuft. Ja. Also als Beispiel. Der Osterhase, das Christkind, Nikolaus und so, die sitzen am Nordpol rum und überlegen, was sie als nächstes wohl tun können, damit alles wieder mehr in Schwung kommt. Also es ist sehr strange und sehr abgefahren. Der Tannenbaum des Todes spielt auch eine Rolle, aber er kommt vor. Also man sieht, es wird seltsam. Vor dem fürchten sich ja viele. Ist jetzt diese Anthologie also nicht eine reine Fantasy-Form? Gehst auch vom Stil her? Es ist tatsächlich total wirr und abgefahren, aber auch sehr lustig. Also es ist zum Beispiel bei der gesamten von hatte irgendwas mit mir. Also da vor einem Stücken stehen. Ich glaube, Rentier ist er jetzt nicht aus. Also hat er keine Ausbildung, ist er kein Veterinär. Dann ja, wegen dem einen Mal. So. Du musst ja nichts dafür tun. Ja, falls er sie nicht kennt, ein Urgestein der deutschen Booktube-Szene, Melli Rosa. Und hat leider ja, aufgehört mit BookTube. Aber was will man machen? Irgendwann endet alles einmal. Ja. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Nächstes Jahr im Frühjahr 20 kommt der erste Teil, im Herbst 20 kommt der zweite Teil und der dritte Teil kommt Frühjahr 21. Also die Meisterin ist die Nachfahrin einer Henkers-Dynastie,
die aber selber nie gerichtet hat, sondern, ich habe das vorhin kurz erwähnt, immer dafür gesorgt hat, dass Leute aus einem Verhör kommen, ohne zu gestehen, damit sie freikommen, wenn sie unschuldig sind. Dafür bekam sie mehr oder weniger Unsterblichkeit und ist eben im heutigen Leipzig unterwegs. Und das ist, man kennt sie aus meinen anderen Romanen, wir sind teilweise in der Vergangenheit unterwegs, teilweise in der Gegenwart. Es kann sein, dass eine rothaarige Vampirin durchs Bild schlappt oder der Bestatter des Vertrauens irgendwo hinter der Ecke lauert. Aktuell kommt jetzt der zweite Teil des Hörspiels. Wie gesagt, für die Leute, die das Buch lesen wollen, halten Sie durch. Nächstes Jahr kommt der Roman dazu. Und die Meisterin muss sich da mit sehr lebendigen Spiegelbildern und Schatten rumschlagen. Also alles, was man von Korff schon kennt, wird da sozusagen noch vertieft. Und immer wieder Leipzig. Kann man ansprechen auf der Leipziger Buchmesse. Es ist halt so, weil die Stadt einfach wunderbar ist. Markus, bedanke mich sehr an dieser Stelle und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sprachen über die dunklen Lande erschienen bei Knauer von, und das ist ein fulminanter Abschlussapplaus von Markus Heitz. Und zitiert wird jetzt in Ihrem Rücken. Jo Leute, wir sind jetzt gerade in der Schlange zum Signieren. Also, wir sind fast da. Wir sind fast da. Also sind dann nur noch ein paar Meter. 5 Meter bis zur Kasse. So, und da nehme ich mir die dunklen Lande mit. Denn das ist ein cooler Roman, der, glaube ich, in Bamberg, ja, und Fränkisch, ja, ich bin ja Franke. Ja, yay. So, und wenn so ein Buch mal in der Heimat spielt, also gut, sind zwar noch ein paar Kilometer von mir aus bis Bamberg, aber es ist die fränkische Heimat und wenn das da spielt, ist das sehr interessant. Freue mich sehr drauf. Geht um Hexenverfolgung und 30-jähriger Krieg und Pestärzte und ja. Und um ganz, ganz geheimnisvolle Dinge, die da sieht, scheinbar nicht alles so aus, wie es ja, im ersten Anschein ist. Und ich bin sehr gespannt drauf. Und jetzt holen wir uns signierte Ausgabe von Die dunklen Lande von Markus Heitz. Hallo. Hi. Für? Melanie. Melanie, wie es da steht, ne? Ja. Ja, wie es da steht. Wie es da steht. Den Sie jetzt noch in Sicherheitsunternehmen kennen, ne? Ja, ne? Das wäre perfekt. Ich arbeite in der Küche. Ich versorge 150 Kinder mit Essen. Ja, okay, das ist eigentlich sogar noch besser. Aber der Nachname wäre perfekt dafür. Ja, ne? Darf ich noch ein Foto? Aber natürlich dürfen Sie noch ein Foto. Darf ich die Kundin finden? Die Fotolady. Das ist ein offizieller Button jetzt in Zukunft. Wenn du gleich dieses Bild isst, dann ist es falsch. Wir machen den Sonntag. Ich wäre so schön. Ja, das ist, meins ist kaputt, das ist von meiner Tante geliehen. Hallo. Hi. Für Gerd. Für Gerd, ja. Es ist schön, wenn man schon den Namen begrüßt hat. Ja, ich find das auch super, wenn da alles überall steht. Ja. Aber wir haben es ja schon oft gesehen. Ja, mittlerweile schon. Ich würde jetzt fast fragen, war eigentlich Don schon da? Der war gestern da. Der war gestern da. Der war gestern da. Der war gestern bei der Friedhofslesung. Ja, genau. Ja, ich muss mich entscheiden. Ursula Poznanski. Ich verstehe das schon, ist okay. So. Ne? Ja, Ursula Poznanski ist halt doch. Ne? Es sei ihr gegönnt. Jo Leute, wir sind jetzt gerade in der Halle 5 und ich wollte mal zum Carpathia Verlag schauen, weil da die Miriam Rademacher, die Autorin von Benji Libby, ihre anderen Bücher veröffentlicht. Und ich glaube, das sind Krimis. Und ja. Da wollte ich mir dann mal anschauen, was die Miriam da so schreibt. Das nehme ich euch jetzt mal mit. Das gucken wir uns an. Seid ihr dann noch da? Die Titel, die hören sich ja alle ganz fantastisch an. Die Klappentexte sind sehr lustig. Ja, für Krimi so. Hat auf jeden Fall was.
Ja, und wie soll es auch anders sein, ganz zum Schluss? Ja, schauen wir noch mal ganz kurz auf unsere Abschlussrunde beim Sternensand Verlag vorbei. War doch schon bestimmt ein sehr erfolgreicher Tag. Die Regale lichten sich schon. Morgen wird es wieder so rauslaufen wie in Frankfurt. Da waren die Regale fast alle leer, alles ausverkauft. Ja. Und morgen freue ich mich auf die Lesung von Stefanie Scheurich. Die hat nämlich den zweiten Teil von Deceptive City rausgebracht. Das ist dieses schöne Buch. Und ja. So Leute, die Melanie und ich, die machen uns jetzt auf zum Pressezentrum und dann in die Stadt. Der Samstag, toll war's, aber ja, jetzt sind wir hungrig und jetzt geht's ab zum Essen. Wahnsinn hier, Menschenmassen strömen hier aus der Halle 1 raus, brutal. Steht hier! Das ist Entschuldigung! Schrei! Zentrum der Leipziger Bildnis. Wunderschön für die Bäume. Immer wieder ein Eyecatcher.